Hallo an alle, schön, dass ihr vorbeischaut, das freut mich sehr. Heute zeige ich euch eine Technik, die mich schon seit Jahren begleitet. Das ist nämlich die Tupftechnik. Was wir dafür brauchen, ist erstmal einen Untergrund. Dann haben wir eine Acrylfarbe, einmal schwarz für Untergrund und einmal weiß für die Technik. Das nächste, was wir brauchen, ist eine Rolle. Ich habe hier eine kurzflüssige Rolle. Vorteil dabei ist, wenn wir die Fläche gestrichen haben, hat das eine schöne glatte Oberfläche, also so gut wie gar keine Struktur. Zu beachten dabei ist, wenn wir eine neue Rolle nehmen oder wenn wir eine Rolle nehmen, die wir schon mal benutzt haben, aber wieder mal mit Rolle arbeiten wollen, ist es immer schön, wenn wir die Rolle erstmal nass machen. Dann das Wasser ausquetschen, dass die Rolle nur feucht ist. Somit nimmt die Rolle bisschen besser die Farbe an und spritzt nicht so. Vor allem, wenn das neue Rolle ist, die wir gerade gekauft haben, wenn die feucht ist, dann verliert sie nicht so sehr die Flusen. Es ist einfach viel besser. Dann ist die Rolle schon ein bisschen eingearbeitet. Das nächste, was wir brauchen, ist ein Abklebband. Ich habe heute Goldband, das nutze ich eigentlich immer, egal was ich mache. Und Goldband ist, das ist ein Präzisionsband, das ist viel besser als Kreppband. Das verformt sich nicht und die Farbe läuft nicht so wie bei Kreppband unter den Flächen, die wir abgeklebt haben. Da läuft immer ein bisschen was. Aber da zeige ich ja gleich, wie wir das vermeiden. Wie gesagt, Goldband ist viel besser, das empfehle ich wirklich. Das ist zwar teurer, aber es ist viel besser. So, das nächste, was wir brauchen, sind Schwämme. Ich habe hier einmal Naturschwamm. Hat sehr schöne Struktur. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und das ist auch sehr schön, wenn wir die Schwämme erstmal nass machen, bevor wir damit loslegen, sage ich mal. So, und dann habe ich hier einen günstigen Schwamm, aber der begleitet mich schon seit Jahren und der ist wirklich, der ist sehr gut, der hat auch eine schöne Struktur und damit werden wir heute arbeiten. Ich habe meinen Schwamm schon feucht gemacht, der wird die Farbe richtig schön annehmen und ja, das ist mir sehr wichtig. Nächste, was wir hier haben, das sind Handschuhe. Einmal für die Leute, die ein bisschen sauberer arbeiten wollen. Ist ja alles okay. Zu beachten ist aber, dass die Handschuhe richtig schön eng an Hand liegen. Dass die nicht so locker sind wie zum Beispiel so ein Haushaltshandschuhe zum Putzen oder wie auch immer. Die andere Handschuhe, die sind zu locker. Die haben ab und zu mal sehr, sehr lange Kuppen und Fingerkuppen und das brauchen wir nicht. Wir brauchen etwas, was richtig eng an Hand liegt. Ich glaube, im Paket habe ich circa 100 Stück. Also das ist so ein Einweg-Handschuhe. Sind aber sehr gut, sind elastisch und man merkt alles, was man anfasst und ob das Werkzeug oder Material ist, spielt keine Rolle. Die sind einfach viel besser. Man hat viel mehr Gefühl. So, dann brauchen wir eine Palette für unsere Farbe. Hier werden wir Farbe auftragen, Farbe mischen, viele Sachen ausprobieren. Das ist einfach sehr gut, so einen Platz zu haben, wo man vieles ausprobiert. Das ist allerdings keine Malpalette, das ist ein Stück Laminat. Aber was sehr gut ist, ist die Rückseite. Die ist nämlich sehr glatt, die ist schon beschichtet. Das ist eine Kunststoffbeschichtung und dadurch kann ich die besser reinigen. Ich arbeite ungern mit Holzpaletten, die nicht beschichtet sind, weil ich die nämlich ja nicht so einfach reinigen kann, ja. Das Holz ist offen, wenn das Holzpalette ist, das Holz ist offen und das saugt die Farbe ein und nachher, wenn die Farbe trocken ist, lässt sich so eine Palette sehr schwer reinigen. Würde ich nicht empfehlen. Wenn, dann nehmen wir Paletten,
die vielleicht aus Kunststoff sind oder ein Plexiglas oder wie auch immer. Das ist viel besser dann. Kann man die einfach besser reinigen. So, und was wir heute nicht benutzen werden, aber was ich bei Malen benutze, ist ein Heißfön, weil ich mit Untergrund sehr nass arbeite. Und zwischenzeitlich brauche ich einfach weitere Schritte betätigen. Und wenn der Untergrund nass ist, dann muss ich sehr lange warten, bis es trocken ist. Und damit geht das einfach ein bisschen schneller. Dabei ist aber wirklich zu beachten, dass die Maschine eine Hitze erzeugt, ja. Und wenn wir zu nah damit arbeiten, können wir unsere Werke beschädigen. Und das ist sehr schade, weil da steckt jede Menge Arbeit drin. Und ihr sollt eure Werke einfach schützen. Und dann einfach damit ein bisschen vorsichtiger arbeiten, ein bisschen mehr mit Abstand. So, ich glaube, damit haben wir Werkzeug, Material und Hilfsmittel abgearbeitet. Und jetzt möchte ich ein bisschen über Untergrund erzählen. Okay, da bin ich wieder da. Bevor ich irgendwas mit der Technik mache, möchte ich erstmal sagen, dass ich heute nur die Technik beibringe. Ich würde heute kein Bild malen. Ich würde heute wirklich nur Basic beibringen, wie das Ganze funktioniert. Was ihr damit macht, ist entscheidend. Ja? Irgendwann mache ich ein Video, wo ich mit der Technik arbeite und wie ich damit arbeite und was ich damit dann weitermache. Aber heute ist es mir wirklich sehr wichtig, dass es nur um die Technik geht, weil es wird einfach zu lange dauern. Ja. So, jetzt zurück zu Untergrund, weil darüber wollte ich eigentlich erzählen. Wir haben ein starkes Papier. Ja. Das ist sehr gut, weil wenn es ein weiches Papier ist, ein dünnes Papier, dann fängt das an zu wellen, sich zu verformen, sobald wir mit Feuchtigkeit arbeiten. Und das brauchen wir nicht. Wir brauchen starkes Papier. Und das ist der Fall hier. Damit mache ich ganz viel mit ganz viele Poster oder wenn ich Kärtchen gestalte oder wie auch immer, was ich damit mache. Auf jeden Fall arbeite ich wirklich sehr gerne mit einem Papier, der ein bisschen stärker ist. So, das Papier, das habe ich schon dunkel beschichtet. Warum habe ich das dunkel beschichtet? Ganz einfach. Ganz oft male ich zum Beispiel dunkle Bilder, Nachtbilder oder meine Fantasy, Landschaften. Und wenn ich dunkle Bilder male, grundiere ich erstmal alles schwarz und lasse natürlich trocken, ist ja klar. So, dadurch spare ich mir die ganze Arbeit mit Schatten, weil den Schatten habe ich schon. Ja, wenn wir jetzt mit weißem Untergrund arbeiten, und wir gestalten zum Beispiel eine Wiese, wo oben Himmel ist, ja, alles schön, und unten sind die Rasenfläche. Dann mussten wir zwischendurch mit Schatten arbeiten und dann ist das wirklich sehr mühsam, solchen Effekt zu erzeugen wie mit einem dunklen Untergrund. Das ist ganz einfach. Und Leute, habt keine Angst, wenn ihr alles erstmal schwarz macht. Viele denken, ja, aber ich arbeite doch mit Weiß und Himmel wird doch ganz hell und wie auch immer. Ja, das ist ja alles kein Problem. Wir können doch alles wieder übermalen. Ja, also es spielt keine Rolle, ob da drunter eine schwarze Farbe ist, rote Farbe, blaue oder wie auch immer. Ja, Hauptsache, wir sparen uns irgendwo Bereiche, die nachher aufwendig sind, wenn wir das andersrum machen. Ja, als so halt, ne? So, dann das nächste ist, ich habe die Ränder abgeklebt mit einem Goldband.
Bei Techniken oder bei Poster ganz oft mache ich immer schön Rand. Ja, da sehen die Bilder sehr edel aus, ja. Das Ganze habe ich mit Goldband gemacht, wie gesagt. Und dann habe ich die Bänder versiegelt. Gut. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach. Und vor allem, was ist denn versiegeln? Ich habe die Ränder einfach mit der gleichen Farbe nachgestrichen. Ja. Damit habe ich eine Sperre aufgebaut, ja, wo ich dann sicher bin, dass da drunter, ja, keine Farbe läuft oder keine Flüssigkeit, ob das Lasur ist, ob das ein Acryl ist, ob das ein Lack ist, es spielt keine Rolle. Hauptsache, ich habe das abgesperrt. Und somit passiert ja gar nicht nachhinein. Wenn ich die Bänder abziehe, habe ich einen schönen, gerade gestrichenen Passepartout mehr oder weniger oder einen Rand. Wir können auch so ein Passepartout hier machen. Wir können das wirklich freihand gestalten. Und es ist wirklich immer schön, wenn wir die Ränder wirklich mit Farbe absperren. Wichtig ist aber, bei diesem Trick ist wichtig, dass wir die gleiche Farbe nehmen, die wir für Untergrund benutzen. Ja, weil wenn die Farbe, falls die Farbe da drunter läuft, sieht man die nachher nicht, weil da drunter ist sowieso die gleiche Farbe. Also da gibt es keinen Unterschied bei Farbton. Ja, und wenn wir nachher damit arbeiten, dann passiert uns nichts mehr. So. Also nochmal, ich habe die Fläche dunkel grundiert, trocken gelassen, abgeklebt, versiegelt, trocken gelassen, ja, und jetzt kann das mit der Technik losgehen. Okay, das erste, was ich mache, ist die Farbtöne vorbereiten. Das heißt, weiß für die Technik. Ja, und wie gesagt, hier haben wir viel Platz, um Sachen ausprobieren zu können. Und Schwarz haben wir erstmal für Untergrund benutzt, aber Schwarz nutzen wir auch, falls uns was passiert, was wir nicht haben wollen. Aber das zeige ich ja noch. So. Mein Schwämmchen ist schön feucht. Das ist sehr wichtig. Und jetzt nehme ich ein bisschen Farbe und lege sofort nicht auf dem Bild los, sondern auf Palette. Dass ich wirklich das, was zu viel ist auf dem Schwamm, einfach so ein bisschen abtupfe. So, weil so viel Farbe brauche ich nicht. Und so werden wir ganze Zeit arbeiten. So, okay. Es ist euch überlassen, was ihr damit macht. Ich sage einfach, ich male eine von meinen Landschaftsbildern und suche mir erstmal irgendwo eine Lichtquelle. Ja? Ich mache die Lichtquelle ganz selten in Mitte. Ich finde viel schöner, wenn die Lichtquelle ein bisschen seitlich platziert ist. Das ist für die Perspektive viel besser. Also fangen wir mal, na, angenommen hier an. Und tupfen einfach. Eigentlich arbeiten wir von der Lichtquelle nach außen. Wir haben hier die hellste Stelle. Und wenn wir weitergehen, ist es schon ein bisschen dezenter und dunkler vor allem. So. Und dann nehmen wir wieder mal ein bisschen Farbe. Hier in der Mitte, sage ich hier in der Mitte, wird es schon heller.
und nach außen wird das immer dunkler, weil die Farbe, die ich auf dem Schwamm habe, verbrate ich hier irgendwo erstmal. So, okay, was versteckt sich hinter der Technik eigentlich? Weil bis jetzt sieht das gar nicht so grandios aus und das wird sich auch nicht ändern. Das wird so aussehen. Ganz einfach. Wir haben das dunkel grundiert. Und wenn wir auf dem dunklen Untergrund ganz leicht mit einem weichen Pinsel das Ganze vernebeln, bleibt der dunkle Untergrund immer noch dunkel. Das wird ein bisschen heller, aber es bleibt immer noch dunkel. Und die weißen Flecken, die wir jetzt erzeugen, das ist nur ein Träger für andere Farbtöne. Ganz einfach. Wenn wir jetzt angenommen das Ganze beschichtet haben und arbeiten mit Rot drauf, dann kommt das Rote zur Geltung und das, was dunkel ist, bleibt mehr oder weniger dunkel. Im Prinzip ist das ein Träger für unsere Farben. Und dann fragen die Leute, Mensch, wie hat derjenige so viele Punkte geschafft? Ja, das ist doch unglaublich viel Arbeit. Fragen mich manchmal Leute so, wie hast du das denn gemacht? Das ist doch unglaublich. Ja, das ist die Technik. So, das ist im Prinzip die erste Ebene und die können wir aber trotzdem schon so ein bisschen planen. Wenn ich meine Bilder male, dann plane ich schon so ein bisschen die erste Ebene. Dann mache ich hier so, weil das Licht, das kommt zu uns und da ist vielleicht ein Busch oder wie auch immer, was da ist. Das ist euch überlassen, wie ihr das gestaltet. Wie gesagt, ich zeige nur heute die Technik, mehr nicht. Und später, wenn es fertig ist, dann zeige ich so ein paar Bilder, wo ich die Technik benutzt habe und wie das nachher so aussieht. Falls ihr Fragen habt zu der Technik oder ihr habt allgemein Fragen zu anderen Techniken, ja, schickt mir ruhig Kommentare, schreibt. Ich versuche die so schnell es geht zu beantworten. Ich schreibe noch ein paar Sachen in Videobeschreibung. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir dann so ein paar Bilder schickt vielleicht, dass ich dann die Ergebnisse sehen kann. Ihr könnt das ruhig bei mir eine E-Mail schicken. Oder beim Facebook bin ich auch aktiv unter Arta Producta. Und natürlich meine offizielle Homepage artaprodukta.com. Da bin ich auch unterwegs. Und da sieht man schon so ein paar Bilder von mir. Genauso wie bei Facebook. Da sieht man auch andere Sachen, die ich mache. Das wird immer mehr mit Zeit und das wird immer interessanter und ich hoffe, ich kann euch damit heute was Neues zeigen. Vielleicht könnt ihr das irgendwie bei euch in Bildern ein bisschen verwenden. Wie gesagt, würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dann Kommentare schreibt oder mit mir teilt. Vielleicht läuft bei euch was schief dabei. Wer weiß, ne? So. Okay. Ja, ich bin immer noch da. Man hört zwar ein bisschen wenig, aber ich finde das immer erstaunlich, dass so viel möglich ist. Weil so eine Technik, die gar nicht so
erstmal grandios aussieht, aber wenn wir daraus was machen, dann ja, dann das überrascht uns selbst ganz oft. Also ich stehe auch ganz offen und gucke so, Mensch, das ist gar nicht so schlecht, Mensch. Also Mann, Mann, Mann. Man muss sich ab und zu mal selbst loben, das ist ganz wichtig. So. Ich habe es ja auch gesagt, man kann das Ganze mit einem weichen Pinsel so ein bisschen überblenden. Das sind nämlich die Nebeleffekte. Und darüber mache ich auch bald Video, wie man noch mehr Tiefe in das Ganze einarbeiten kann. Weil aus der Technik lässt sich so viel machen. Und da zeige ich noch viel mehr bald. Ich habe mir gedacht, mein erstes Video wird erstmal etwas sein, womit ich immer, wenn ich bestimmte Bilder male, anfange. Und so könnt ihr so ein bisschen mitmachen, habe ich mir gedacht. Und irgendwann mal hat man ein bisschen mehr drauf. Das ist für mich auch wichtig, dass ihr was Neues seht. Ich meine, die Technik ist schon bekannt. Ja, und die benutze ich schon ganz oft. Auch beruflich. Ich bin ja gelernter Maler und Lackierer. Von daher mache ich sehr viel mit Technik und viele Sachen sind wirklich so grandios. Also das ist unglaublich. Alleine zum Beispiel Spachteltechnik, die zeige ich auch. Also da wird bald ein Video kommen, wo ich dann Spachteltechnik mache. Das ist unglaublich. Das ist wie eine Glasscheibe, einfach mit einfachen Mitteln, nichts Teures, einfach einfache Sachen, einfach ein bisschen Farbe, paar Spachteln und wenn man fertig ist, dann kann man sich in den Flächen spiegeln. Das ist unglaubliche Technik, das ist sehr beliebt und das wollen die Kunden immer wieder haben, weil das einfach so edel aussieht. Aber das zeige ich auch noch. Also alles langsam. Ja. Und mir ist auch sehr wichtig, dass ich wirklich jeden Schritt detailliert erkläre und es tut mir leid, falls ich was vergesse, wirklich, also jeder ist nur ein Mensch und sorry, wirklich, manchmal vergesse ich vieles und wenn ich dann Video zusammenstelle, schneide und bearbeite, wie auch immer, dann denke ich mir, shit, hättest du das noch gesagt, das war doch ganz wichtig, also wie gesagt, sorry, wenn ich was vergesse, aber das Schöne ist, es gibt immer noch Kommentare, die ihr schreiben könnt und da könnt ihr fragen. Und oft denke ich mir jetzt schon, wird das der Fall sein, dass ich vielleicht durch euch eine Idee für ein neues Video bekomme und dann kann ich so ein paar Sachen zeigen. Und was ich nicht weiß, da werde ich auf jeden Fall recherchieren. Also ich bleibe auf jeden Fall fleißig für euch. Und es ist auch eine schöne Aufgabe für mich. So, jetzt haben wir in der Mitte haben wir schöne helle Stelle. Das ist nämlich unsere Lichtquelle. Was ihr damit macht, was ihr dann hier für Elemente reinsetzt, das ist euch überlassen. Da ist jeder frei in Gestaltung. So. Okay. Jetzt mache ich das, weil im Prinzip läuft das ganze Zeit so. So. Ihr macht das einfach so lange, bis ihr sagt, okay, das ist ein Muster, das gefällt mir. So bleibt das jetzt. Also ich setze am meisten hier dann weiter Bäume, arbeite von Perspektive, immer größer, immer näher zu mir und überblende das Ganze. Und da kommt die Technik richtig unglaublich gut zur Geltung.
So. Soweit, so gut. Jetzt mal, sagen wir mal, es ist fertig. Jetzt habe ich gesagt, wir brauchen die schwarze Farbe, falls was passiert. Gut. Jetzt mal angenommen, ich mache hier irgendwo, sagen wir mal, dass ihr das gut seht, hier ein Fleck. Und das passt ja nun mal gar nicht dazu. Das ist ja klar. Ist ganz einfach. Entweder nehmt ihr die andere Seite von Schwamm, ja, oder ihr macht einen Schwamm sauber, mit Wasser, ist ja auch ganz einfach. Und erstmal, ich tupfe das ein bisschen, weil das ist zu nass. Erstmal müsst ihr das natürlich trocken machen. Ist ja klar, sonst wird das Ganze grau sein und nicht wieder schwarz. Aber ich versuche jetzt trotzdem, dass es ein bisschen zu feucht ist, ja, weil sonst dauert es zu lange. Wir tupfen genau, wie wir das mit Weiß gemacht haben, machen wir das mit Schwarz. So. Und tupfen wir einfach drüber. Und so langsam, ich hoffe, man sieht das. Es ist doch ein bisschen grau geworden. Aber wenn ihr das macht, dann macht ihr das erstmal trocken und dann... macht ihr dann erstmal mit Schwarz drüber. Aber falls es noch viel zu feucht ist, ja, ist auch nicht so schlimm, wenn es so aussieht. Es ist schon auf jeden Fall dunkler. Dann nehmt ihr einfach wieder Weiß und tupft ihr ganz dezent Weiß drüber. So. Und es ist schon wirklich so gut wie weg. Nur ihr wisst das. Ja, dass ihr euch vertan habt. Ein Mensch, der euren Bild, ich könnte das bisschen besser machen, aber so ungefähr funktioniert das. Ein Mensch, der das nicht weiß, ja, der wird nie drauf kommen, dass da etwas passiert ist. Also somit könnt ihr das so ein bisschen retten. Ich versuche nochmal ein bisschen schwarz nachzutupfen, vielleicht wird das besser. Ich habe das einfach nicht trocken gemacht, deswegen ist das nicht so geworden, wie ich das wollte. Aber so funktioniert das, falls was passiert. Ihr könnt das immer wieder mit Schwarz nachtupfen und dann wieder mit Weiß. Und dann hat ihr das Ganze auch ein bisschen bearbeitet und ein bisschen gerettet. Ja, so ein bisschen hat das gebracht. Und dann ein bisschen mit Weiß drüber und dann geht das schon alles. Das war die Tupftechnik. Ich hoffe, ich könnte euch was Neues zeigen und wünsche euch wirklich viel, viel Erfolg dabei und viel Spaß dabei. Und gleich zeige ich noch so ein paar Bilder, wie versprochen, wo ich die mit der Technik gearbeitet habe und wie das nachhinein aussieht, wenn es richtig schön überblendet ist mit Farbe und da kommen ein paar Elemente dazu und so weiter und so weiter. Ansonsten wünsche ich euch wirklich viel, viel Spaß dabei und würde ich mich wirklich über Kommentare freuen von euch und ja, und dann sage ich einfach bis die Tage. Ciao.